A 1.2. Berechnen Sie die Länge der Diagonalen BD und den Flächeninhalt A des Drachenvierecks ABCD. Teilergebnis ist auch schon angegeben mit BD gleich 79 cm. Also zwei Aufgaben, nämlich einmal die Diagonale BD berechnen und einmal den Flächeninhalt A des Drachenvierecks berechnen. Fangen wir mit BD an. Zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt die BD und sucht mal, in welchem Dreieck diese Strecke BD liegt, und vielleicht lässt sich damit was berechnen. Zweite Möglichkeit, ich zerlege die Strecke DB in Teilstrecken. Da ich weiß, M ist der Mittelpunkt der Strecke DB, ist MB zum Beispiel nur halb so groß, dann könnte ich auch MB berechnen. Ich nehme jetzt mal diesen Weg. Wenn ich es hier zerlege, MBC, kriege ich hier ein Dreieck, das ist rechtwinklig und damit funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens und Pythagoras. So, jetzt schaue ich mir an, was ist in diesem Dreieck alles bekannt. Welchen dieser Sätze brauche ich also? Ich kenne die Hypotenuse mit 75 cm. Ja, die liegt dem rechten Winkel gegenüber, deswegen ist die Hypotenuse. Ich kenne den Winkel mit 32 Grad und gesucht ist die gegenüberliegende Seite, also Gegenkathete. Dann nehme ich meine Formelsammlung und schlage mal nach, welcher Satz arbeitet denn mit Gegenkathete und Hypotenuse. Dann finde ich sofort, aha, das ist der Sinus. Also, fangen wir an. Die Strecke BD ist nichts anderes als zweimal die Strecke MB. MB kann ich berechnen, nämlich wie gesagt über das Dreieck MBC. Und da brauche ich den Sinus, nämlich Sinus von dem Winkel ACB, den habe ich in der vorherigen Aufgabe berechnet, ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Gegenkathete war die Strecke MB und die Hypotenuse ist die Strecke BC. Setze ich die Größen ein. Sinus von 32 Grad ist gleich unbekannte MB, die bleibt stehen, geteilt durch BC, das waren 75 Grad, Zentimeter. So, wie kann ich das jetzt auflösen? Einen Nenner bringe ich weg, indem ich damit einfach multipliziere, also quasi über Kreuz multipliziert. Dann folgt daraus, MB ist gleich 75 mal Sinus von 32 Grad. Also im Prinzip einfach die 75 auf die andere Seite rüber multipliziert. So, jetzt weiß ich noch, MB ist ja halb so groß wie BD. Also könnte ich auch hier schreiben, ist das gleiche wie 0,5 mal BD ist gleich 75 mal Sinus von 32 Grad. Also wie kriege ich BD raus, indem ich hier einfach mit 2 multipliziere. Also folgt daraus 75 mal Sinus von 32 Grad und dann noch mal 2. Das tippe ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner ein und dann kommt tatsächlich eine Größe von 79 cm raus. Sollte man, also vielleicht als kleiner Hinweis, sollte man diesen Teilschritt hier jetzt ausgerechnet haben, dann kommt man hier jetzt auf 40 cm. Und wenn man das jetzt verdoppelt, weil BD ja doppelt so groß ist, dann kriegt man eine Größe von 80 cm, auch wenn das Ergebnis hier jetzt 1 von 79 spricht. Das ist jetzt einfach nur eine Rundungssache. Es wäre trotzdem richtig, weil durch die Rundung verändert sich halt oder kann sich eben die Nachkommastelle mal verändern. Aber ist nicht weiter tragisch. Ihr tut nur eurem Mathelehrer einen Gefallen, wenn ihr mit dem angegebenen Wert weiterrechnet. Also jetzt hier mit den 79 cm. So, wir sind noch nicht fertig, weil wir brauchen dann den Flächeninhalt. Beim Flächeninhalt gilt, erstmal die Flächenformel aufschreiben, die man braucht. Ja, in der Formelsammlung nachschlagen. Flächeninhalt des Drachenvierecks, ja nicht nur A Drache, ist 0,5 mal E mal F. Und in der Formelsammlung findet man bestimmt den Hinweis, E und F sind die Längen der Diagonalen. Ja, als Überraschung, die Diagonale BD haben wir jetzt hier gerade berechnet mit 79 cm und die andere Diagonale AC ist uns schon bekannt mit 150 cm. Also müssen wir hier nichts anderes machen, als diese zwei Werte hier einsetzen. 0,5 mal, welche man zuerst benutzt, ist vollkommen egal, mal 79 mal 150. Und das gibt mir jetzt wieder einen Taschenrechner ein. Das schafft eigentlich jeder Taschenrechner und dann kommen raus ca. 5925 Quadratzentimeter. Ja, immer noch auf ganze Runden.
Ja, und damit wäre die Aufgabe schon erledigt.